Übungsannahme. Patient männlich, starke Atemnot. Grüß Gott, das ist ein Patient mit Insektenstich, anaphylaktischer Reaktion, ja. Hat Schwellung der oberen Atemwege. Adrenalin hat er schon bekommen? Ja, 500 Mikrogramm eben. In Wahrheit spielen wir hier tagtäglich Krankenhaus. Und das auf höchstem Niveau. Am sogenannten Clinical Skills Center stehen den Studierenden 13 bis ins Detail ausgestattete klinische Räumlichkeiten zum Training zur Verfügung. Beinahe jeder medizinische Handgriff kann hier ab dem ersten Studienjahr geübt werden, bis er in Fleisch und Blut übergeht. Es spannt sich der Bogen von dem Arzt-Patientengespräch über einfache Tätigkeiten der Blutabnahme, Blutprobengewinnung, Venenpunktionen, Umgang mit Infusionslösungen bis hin zu invasiven Verfahren der Akut- und Notfallmedizin. In der Übung können die Studierenden in Echtzeit reagieren. Einrichtung und Ausstattung ermöglichen die lückenlose Behandlung des Notfallpatienten. Okay, es geht fast nichts rein. Wir müssen dann, glaube ich, intubieren, Lukas. Ja. Sobald man in diesem Setting drinnen ist, ist es auch realistisch. Man vergisst, dass es eine Puppe ist und man handelt einfach so, wie man es versucht hat zu lernen. Sämtliche Räumlichkeiten sind realitätsnah angelegt. Selbst die Übergabe der Patienten von einer Station zur anderen kann durchgespielt werden. Auf korrekte Informationsweitergabe und sprachliche Umgangsformen wird in allen Teamübungen großer Wert gelegt. Puppen und medizintechnische Geräte können von den Lehrenden gesteuert werden. Sämtliche Szenarien sind möglich. Man sieht, man schwitzt wie beim echten Patienten und da, ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, wie realistisch die ganzen Szenarien dann wirklich sind. Teamarbeit und technisches Können haben der Patientenpuppe das Leben gerettet. Übung erfolgreich abgeschlossen.